Willkommen, liebe Clasher. Viele hatten sich in den Kommentaren unter dem Video mit dem Chris gewünscht, dass wir öfters noch Videos zusammen machen. Und das haben wir getan. Da kommt heute auch ein Video raus. Ich kann noch nicht genau sagen, wann, aber ich werde erstmal den Channel hier oben verlinken. Schaut oben auf ihn drauf. Da haben wir noch ein Video zusammen gemacht mit Update-Ideen und einem Fight von mir. Schaut da rein. Richtig cool. Und ihr werdet es kaum glauben, was passiert, wenn ich hier oben drauf klicke. Alle Bauarbeiter sind verfügbar. Das ist eine tolle Aussage. Ich kann nichts mehr updaten, außer die Mauern. Sonst ist alles fertig, alles abgegradet. Es ist nichts mehr zu machen. Nämlich nur noch das Labor. Das sieht man auch hier im Labor. Gehen noch die Riesen, den Babydrachen. Und was ich zurzeit habe, ist Skelettzauber. Mehr ist nicht mehr da. Ihr seht, alles fertig. Das wird noch ein bisschen dauern. Die Babys brauchen noch eine ganze Weile. Aber ja, muss ja noch ein bisschen Ziele da sein. Und mal sehen, ob nicht Supercell da doch noch mal irgendein Update rauswirft und wir dann doch noch was zu tun haben. Bevor wir jetzt zu vier fetten Fights kommen, schauen wir mal hier, was das Monster Sky so Giftiges gemacht hat. Er hat nämlich 2000 Zauber gespendet und da darf ich jetzt die Belohnung einfordern. 100 Juwelen und 200 Erfahrungspunkte. Cool. Nehmen wir mal rein. Jawohl. Schaka. Inzwischen sind schon 2012. Oh, schauen wir mal, was als nächstes kommt. Die 5000 Inferno-Türme brauchen wahrscheinlich eine ganze Weile. Die Kriegssterne bringen wahrscheinlich am meisten. Es gibt immerhin 1000 Juwelen. Das ist schon cool. Adlerartillerien 2000. Boah, das wird noch ein bisschen dauern. Und dann kommen wir zu vier fetten Fights. Viel Spaß. Jawohl, das ist ein Angriff von einem Clan-Member Friedrich, Rathaus 10 auf Rathaus 10. Richtig cool, hat auch seine Helden noch nicht. Max, die ist ein Queen Walk am Start. Und da geht es erstmal von unten rechts los. Das sind 1,4 Millionen Loot plus Gem 3 Bonus. Das knallt im Karton. Jetzt fängt er da unten an erstmal dort aufzuräumen. Da sieht man, da ist einiges drin in diesem Angriff, der ist auch gut verteilt, sind auch ein bisschen weiter drin stehend. Also auch die Elixierlager, wie man sieht, sind gut gefüllt. Das bedeutet, er wird den komplett hinrichten wollen. Gucken wir rein, ob er das auch wirklich schafft. Jetzt gehe ich mal ein bisschen ran hier, die Valkyren dort. Ja, dem sprengt er nicht auf, da wird er erstmal einen Wut setzen. Und jetzt ist auf jeden Fall offen, jetzt gehen die Valkyren auch richtig ab hier im Wut. Da knallt's. Und dann hat er den Sprung rechts gesetzt. Den nehmen die meisten Truppen auch, bis auf eine Valkyre. Die beißt das dann anders. So, denn die Mitte knallt. Den zweiten Sprung hat er hinten auch, um einen Exit zu legen, damit die da schneller durchkommen. Sonst bekommen die es dort mächtig ab, dort von sehr vielen Verteidigungsanlagen. Auch wenn der schon ziemlich aus war sonst. Aber jetzt räumt er noch den Rest hier ab. Da sind jetzt gleich die letzten Verteidigungsanlagen dran. Jawohl. Und jetzt von außen noch. Das klappt super. Oh, ich setze noch ein paar Lakis hinterher. So ein paar Clean-Up-Truppen sind immer nicht schlecht. Der hat hier auch noch einen Frostzauber, den man natürlich jetzt hier nicht braucht. Aber immerhin, das hat geknallt. Also das ist richtig cool. So ein Angriff ist doch geil, oder? Richtig, richtig schön. Da hat er sich auch gefreut. Hat man gesehen im Chat. So, als nächstes, der Flo hat einen Fight. 1,6 Millionen auch plus Champ 3 Bonus noch oben drauf. Auch wieder ein Rathaus 10er, der ist offline und man sieht auch hier in der Mitte ist was in den Lagern drin. Die X-Bögen und Infernos sind ausgebrannt, dafür sind aber die Sammler und Minen richtig voll, das ist schön. Das ist ein richtiger Offline-Gegner, da freut man sich riesig darüber, so einen Gegner zu bekommen. Und den muss er natürlich auch komplett plätten, damit der alles bekommt. Gucken wir rein, wie es hier aussieht. Er hat auch einen Sprungzauber am Start hier. Hat noch genug Wutzauber auch, um die Valkyren richtig durchzuboosten dort. Da geht eine Riesenbombe los. Na, jetzt kommt bestimmt noch der Wutzauber, oder? Bestimmt, da muss noch ein bisschen in der Mitte da losgehen. Jawohl, jetzt geht's los. Die Valkyren gehen ja richtig ab. Das Rathaus ist ja auch noch ein Ressourcenlager. Wenn das gleich fällt, ist ja auch noch ein bisschen was drin. Genau da ist es passiert. Und den Rest macht er bestimmt auch noch platt. Da lebt noch einiges dazu. Kann sich kaum hier irgendwas verteidigen. Also wenn der online wäre, seine X-Bögen und Infernos am Start hätte, wäre das viel schwieriger. Zudem hat aber auch der Flo hier zwei Frostzauber am Start. Da kann er das noch so ein bisschen einbremsen. Ich denke, das hätte er dann auch gepackt. Gut, das hätte dann einfach nur mehr gekostet an Zaubern und somit an Ressourcen gewinnen, aber so ist natürlich ein echtes Geschenk für ihn. Ich wünsche es ihm, Glückwunsch an den Flo, der ist auch komplett platt, hat sogar noch einiges an Zaubern übrig. Geil, echt, richtig cool. 20 Pokale gab es noch oben drauf als Bonus.
Ja, ich habe noch einen kleinen Clan War Fight im Angebot hier. Der ist schon etwas her. Ich hoffe, ich habe ihn noch nicht gezeigt. Hier, das Dorf ist schon bis auf die Mauern gut gemaxt. Die Bogitürme sind noch nicht alle fertig. Aber schon ziemlich heftig. Aber solche Dörfer mag ich unheimlich gerne. Diese Kastendörfer, da kann man die Truppen super steuern hier. Also erstmal außen das weggeklärt alles. Und dann habe ich dort den Sprung gesetzt, damit ich die Seite auch noch komplett erwische. Ich möchte aber auch nicht, dass die Truppen zu weit außen weggehen. Also der zweite Sprung wieder ziemlich mittig dort, dass auf jeden Fall das Rathaus fällt und dass ich auf jeden Fall 2 Sterne bekomme. Giftzauber in die Mitte, auf die Klanenburg-Truppen wie üblich. Da sind noch ein paar Skelette. Die wollten erstmal entkommen, aber die sind dann doch wieder zurück. Die sterben natürlich ruckzuck. Zuck beim doppelten Giftzauber. So, und jetzt Wut natürlich in die Mitte drauf. Jetzt muss mal dringend der Inferno fallen. Ich hoffe, die Queen geht da drauf. Jetzt geht es erstmal gerade nach oben weg. Das wäre ganz wichtig, dass die Queen diesen Inferno kaputt macht. Jetzt geht es erstmal auf die Luftverteidigung, denn das ist der Garant, dass man hier noch mehr schaffen kann als nur 2 Sterne. Oben kommen die Bowler noch im Kreis herum, werden gut geheilt. Die beiden Helden, also Queen und Warden, werden auch super geheilt. Der King hat schon bei mir das Zeitliche leider gesegnet, aber man kann ja nicht alles haben. So, und da stehen jetzt noch 2 Bogitürme. Aber die beiden Helden müssen sich erstmal durch die Wände noch durchboxen. Unten sind auch noch 2 Bowler am Start, die da schön mit kaputt machen, damit es zeitlich nicht so eng wird. So, der Warden ist schon drüber gesprungen, weil die Bowler da angreifen. Dann unterstützt du natürlich die Truppen. Und jetzt greift die Queen auch mit an. Sind auch noch 2 Bowler unten. Jawohl, die machen da unten den Bogiturm platt. Das ist natürlich super, weil oben kostet es ganz schön Zeit, durch diese blöden 10er Mauern durchzukommen. Das dauert eine Weile. Die können schon einiges ab. Wenn er jetzt überall 11er Mauern gehabt hätte, hätte es noch länger gedauert. Aber so sieht das schon richtig cool aus. Jawohl. Und da ist noch der letzte Bohrer fällig. Richtig cool. 3 Sterne im Clan War. Das freut einen. Als nächstes einen richtig fetten Fight. 1,8 Millionen Loot so. Und mit Bonus Legende sind wir bei 2,5 Millionen Loot. Ich hoffe, diesen habe ich auch noch nicht gezeigt. Der kommt mir ein bisschen bekannt vor, aber die Dörfer sind auch immer ziemlich ähnlich hier. Da bin ich wieder mit Bowlern hier links rein. Ich hoffe, dass ich bald mit den Minern starten kann. Ich brauche da ein bisschen Zeit dazu, also mich vorzubereiten. Einfach so eine Legende mit Minern loszulegen, mache ich nicht. Ich werde mich da etwas darauf vorbereiten, dass ich auch richtig vernünftig setze. Da werde ich ein bisschen üben dazu. Kommt bestimmt noch. Jetzt kommt der Wut da drauf. Und da sind die Bowler richtig fett am Start, richtig am Durchrennen dort. Jawohl, und endlich den Warden auch gezündet. Genau richtig wurde in der Mitte was angegriffen wird von den Kumpels. Und jetzt gehen die im Kreis so ein bisschen rum. Da noch ein Wutzauber drauf. Ja, hier merkt man wirklich ganz klar, die Mauern sind wirklich eine böse Bremse hier drin. Durch den King gezündet. Jetzt will er natürlich auch schon wieder durch so eine Mauer durch. Zum Glück lässt er das jetzt mal bleiben. Oh, da außen waren ein paar Riesenbomben. Jetzt geht es an die weiteren Ressourcen dran. Ist ja auch schon einiges weggemopst worden. 1,5 Millionen habe ich ihm schon geklaut. Der Bonus ist mir sicher mit 2 Sternen locker. So, dann wollen wir mal gucken, wie viele Ressourcen es hier noch werden. Da leben alle 3 Helden noch, aber noch ist gut ausgedrückt. Der King unten lebt auf der Außenrille, nimmt aber immerhin vom Adler 3 Schüsse komplett auf, bevor es andere Truppen abkriegen, denn die Queen ist mir viel lieber, wenn die übrig bleibt. Die hat viel mehr Power. So, und jetzt haben wir noch übrig 116.000 Gold, 71.000 Elixier. Die Queen habe ich jetzt gezündet auf der letzten Außenrille. Und da gucken wir mal, ob er noch. Ah, die Queen schafft das doch noch, oder? Das Goldlager ist noch drin. Da bleibt links nur noch die Mine und das Elixierlager. Und so ist das richtig cool. Das war richtig fettes Lot, richtig cool. 1,8 Millionen knapp. Richtig cool. Plus Bonus von 680.000 aus der Legende. Sowas ist doch richtig geil. Schade, ich brauche bald nichts mehr. Mal gucken, ob Supercell nicht doch noch irgendwie mal ein Update rausbringt. Da muss man doch wieder ein bisschen was updaten. Ich hoffe, diese Fights haben euch gefallen. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Video. Bye bye zusammen.